So, in der heutigen Folge geht es nun darum, ein Widerstandsnetzwerk aufzubauen mit Hilfe von PSPICE und das entsprechend dann zu simulieren. Ich starte dazu mal das Programm. Die Aufgabe war ja, eine Brückenschaltung aufzubauen. Ich nehme mal die Spannungsquelle aus dem aus der Bibliothek und setze dann nochmal die Widerstände dazu aus Analog. Da habe ich unten einmal ein R und hier kann ich dann entweder mit der rechten Maustaste Rotate die Widerstände drehen oder ich kann das auch machen mit Steuerung R. Dann kann ich den Widerstand auch entsprechend drehen und den platziere ich hier in die Mitte. So habe ich die Widerstände 1, 2, 3, 4, 5 und kann sie anschließend hier verbinden. So. So. Gerutscht, ja, machen wir das so. Okay, die Widerstände hatten verschiedene Werte. R1 war 1 Kiloohm, R2 waren 2 Kiloohm, R3 waren 3 Kiloohm, R4 waren 4 Kiloohm und R5 hatte 5 Kilo Ohm. Das Ganze war angeschlossen an einer Spannungsquelle von 10 Volt. Und wir brauchen noch ein Massepotential. So, damit wir eine definierte Masse haben. Und damit wäre die Schaltung letztendlich schon fertiggestellt. Gut, jetzt möchten wir die Schaltung noch simulieren. Das heißt, wir gehen, definieren ein neues Simulationsprofil. Ich nenne das mal wieder Gleichstromanalyse. Das Ganze sollte eine Gleichstromanalyse sein, dafür den Arbeitspunkt. Okay. Und anschließend können wir PSPICE laufen lassen und erhalten entsprechend an den Punkten die einzelnen Potenziale. Das war jetzt relativ schnell gemacht. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist man damit in 2 Minuten fertig. Diese Schaltung zu berechnen ist schon komplizierter. Also direkt kann man diese Schaltung gar nicht berechnen, weil man keine Widerstände findet, die parallel geschaltet sind oder in Reihe geschaltet sind. Das heißt, hier muss man schon für unterschiedliche Verfahren anwenden, über eine Ersatzspannungsquelle beispielsweise, über eine Stern-Dreieck-Umwandlung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber letztendlich sieht man, dass es doch relativ aufwendig ist, diese Schaltung zu berechnen. Diese Schaltung zu simulieren dauert, wie gesagt, wenn man ein bisschen Übung hat, 2 bis 3 Minuten. Hier kann man nicht nur die Spannungen sich anzeigen lassen, sondern man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mich interessieren einfach die Stromstärken, die dort fließen. Und die Stromstärken wählt man so aus, indem man hier oben das I auswählt und man bekommt die Stromstärken in Rot angezeigt und zwar so, dass die entsprechend immer einem Bauteil zugeordnet sind und der Strom ist so zugeordnet, dass er positiv in das Bauteil hineinfließt. Das heißt, der Strom durch den Widerstand R3, das sind 1,355 mA, fließen also entsprechend von oben nach unten. Was hier auch nicht weiter verwunderlich ist, aber bei dem Widerstand R5 beispielsweise weiß man nicht unbedingt, ob der Strom von links nach rechts oder rechts nach links fließt. Ich ziehe das mal ein bisschen runter, damit man ein bisschen besser sehen kann. Und man sieht, aha, der Strom fließt von links
nach rechts. Wenn ich mir die Spannung nochmal anzeigen lasse, sehe ich, ich habe hier ein Potenzial von 6,581 Volt, da ein Potenzial von 5,936 Volt. Das heißt, ich habe auf der linken Seite ein höheres Potenzial als auf der rechten Seite. Das heißt, es macht auch Sinn, dass der Strom von links nach rechts fließt. Neben der Möglichkeit, sich die Spannungen und Stromstärken anzeigen zu lassen, hat man dann auch die Möglichkeit, sich die Leistungen anzeigen zu lassen, die entsprechend umgesetzt werden. Ich gehe mal auf dieses Zeichen und dann sieht man, wie groß die Leistungen sind, die in den einzelnen Widerständen in Wärme umgewandelt werden. Also die Spannungsquelle gibt eine Leistung von 47,74 Milliwatt ab und die werden letztendlich dann von den einzelnen Widerständen in Wärme umgesetzt.